Ja, hallo und herzlich willkommen, wie ihr schon seht, auf meinem Teppich liegen schon Karten sortiert und vereinfacht rum. Ja, dann geht's mal los. Ich wollte heute mal ein bisschen Romantik erzählen. Aufgebaut natürlich ist es über meine drei weißen Drachen. Ist ja wohl klar. Wer seine drei weißen Drachen nie über sein Decken erzählt, wo die drinne sind, wird schwer. So. Ja, dann fangen wir als erstes mit dem Monster an. So. Ja. Also es geht hauptsächlich um den rotäugigen schwarzen Drachen, den rotäugigen finsteren Metalldrachen, über Galaxie-Augenphotonen-Drachen in dem Deck und über den niederträchtigen Wahrheitsdrachen. Der Sinn und Zweck eigentlich an diesem ganzen Deck ist schnelle Beschwörung meiner weißen Drachen. Dann kommt ein Monster, was eigentlich mal die ganzen Zauber- und Fallenkarten für mich abwehrt, für meine Drachen, Herderdrachen. Dann kommt zweimal Drache, der in der Höhle haust, also jetzt nur einmal, und einmal den Trümmerdrachen. Eine perfekte Verteidigung und natürlich mein Synchromaterial. Dann kommt für meine einfache Beschwörung einmal der weiße Stein der Legende, damit ich schnell einen weißen Drachen auf meine Hand holen kann. Kyberman. Und natürlich das rotäugige schwarze Küken. Dann folgen eigentlich die Karten, die eigentlich auch sehr gut sind. Vorhut der Drachen, eine gute Karte, um manchen einen Drachen von meiner Hand auf den Friedhof zu werfen. Schimmerdrache, zweimal, gute Angriffszahl. Dann Leuchtsterndrache, kann ich eine Xyz-Beschwörung für Stufe 6 Monster machen, ganz schnell. Und Stufe 4 Monster noch einmal zweimal Alexandre-Drache. Hohe Verteidigung, 2000 Angriffspunkte, sehr wichtig. Und dann kommen auch nochmal 4 Monster. Zweimal der Schimmerdrache 2. Wichtig. Wattschwanzdrache. Und einmal den Tigerdrachen. Tigerdrache hat mir schon insgesamt 5-mal den Arsch gerettet in den ganzen Duellen. Weil ich schon kämpfen musste und der Gegner gute Karten hatte und ich ihn normal beschworen habe, Drachen als Tribut angeboten habe. Dann wird automatisch, kann ich 2 Karten zerstören. Jetzt. Kommt Zauber- und Feinkarten, die allgemein für mein Deck sind, die ich auch allgemein für mein Deck brauche. Als erstes kommt Stampfende Zerstörung. Dann kommen Drachentaktiken. Stampfende Zerstörung noch einmal. Kanonenfeuer des Drachen, eine richtig geile Karte. Mein Spielfeld Zauberberg. Das ist jetzt allgemeine Karten. Also allgemeine Karten für mein Drachendeck. Verräterische Schwerter. Dann kommt zweimal Spiegelkraft in Glitzy, zweimal Dimensionsgefängnis, leider nicht in Glitzy, einmal magischer Zylinder und einmal Drachenzorn. Drachenzorn deswegen, weil der Effekt lautet, während eines Kampfes zwischen einem angreifenden Monster von Typ Drache, das du kontrollierst, und einem Monster in Verteidigungsposition, dessen die Verteidigung niedriger sind als die Attacke des angreifenden Monsters, füge die Differenz deines Gegners im Schaden zu. Ja. Dann kommt eine Karte, das ist für meine Stufe 4 Monster gut, wie Leuchtsterndrache und Alexanderdrache. Doppelbeschwörung, kann ich gleich 2 Monster hintereinander beschwören. Dann habe ich 3-mal MST. Einmal in Glitzy. Leider nur einmal. Dann kommen wir zu meinem Herr der Drachen für die Aufrüstungszauberkarten. Kommt einmal schwarzer Anhänger und einmal Drachenrufflöte. Perfekt, wenn man, sagen wir mal, Galaxierung für Tondrache und bläuiger weißer Drache hat zum Beispiel. Kann ich die beiden beschwören. Dann kommen für meine Stufe 8 bis Stufe 12 Monster Drachenorden des Infernos, Inzahlungsnahme und törichtes Begräbnis. Inzahlungsnahme deswegen, weil, sagen wir jetzt, ich habe Galaxierung für Tondrachen auf der Hand, Ruf der Gejagten, kann ich Inzahlungsnahme aktivieren, hau ich ihn weg, darf 2 Karten ziehen, kann Ruf der Gejagten aktivieren und kann meinen Photondrachen zurückholen. Ja, dann kommen so meine weißen Drachen, die Zauberkarten, einmal antike Regeln und einmal Orachnodem der Zerstörung. Dann habe ich noch hier unten für meine beiden Sortimente zweimal Ruf der Gejagten und dort einmal noch Ruf der Gejagten. Jetzt kommen wir zu meinen Extrakarten. Ja,
Das wäre einmal Nummer 10 Elomir-Ritter und einmal antike Feendrache. Werkzeugdrache und Nummer 39 Utopia. Sternenstaubdrache, Photonstoß Rausschmeißer. Einmal Rotdrachen, Azunabettler und Donnerendrache. Ja. Sind eigentlich recht geile Karten und das Deck ist auch eigentlich recht stark. Es ist ein kleines overpoweredes Deck, wenn man es richtig einsetzt. Es ist wirklich overpower. Aber Synchro-Monster kann man ganz einfach beschwören. Xyz-Monster kann man auch ganz einfach beschwören. Hier in dem Ding ist das kein Problem. Und ja, ich finde ja auch von Löschsterndrache den Effekt recht geil. Dass ich ein Monster wählen kann auf dem Spielfeld, was dann bis zur Endphase 2 Stufen hochgeht. Und sagen wir, ich habe 2-mal Schimmerdrache, 2 auf dem Feld und 2-mal Leuchtsterndrache, kann ich den Effekt aktivieren. Und dann kriegen sie beide Stufe 8. Und da kann ich auch ganz einfach meinen Donnerendrachen beschwören. Und wenn wir den beschworen haben, dann ist das Spiel schnell vorbei, weil der Donnerendrache hat eigentlich recht geilen Effekt. Wenn ich Alexis Material pro Zug abhänge, kann ich alle anderen Monster auf dem Spielfeld zerstören. Bei mir auch, aber ich habe 3000 Punkte, mit denen ich instant direkt angreifen kann, wenn der Gegner eine Statue zum Abwehren hat. Und ja, dann hoffe ich euch mal, mein Video hat wieder gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.